So. Also, dann erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute ein kleines Let's Play mit einer Freundin, die man im Hintergrund hört. Ja, klar. Ich habe leider ein Echo bei ihr, aber egal. Und man hört Vogelgezwitscher, ja. Wir haben beide Wellensittiche. Und beide das Licht an. Die werden uns also im Laufe des Let's Plays begleiten. Im Hintergrund. Man sieht auch schon, es spackt ein bisschen bei mir. Das liegt daran, dass ich momentan keine Grafikkarte habe, nur eine auf dem Mainboard, aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Welchen Channel gehen wir denn? Ich habe den einfach den ersten genommen, also. Also Channel nur eins. Ja. Okay. Na los. Na los. Der nimmt die Maustaste irgendwie nicht richtig. Ja. Das ist doch wieder Probleme, ja? Nee, das sagte ich dir ja vorher, dass es so ein bisschen spackt. Das könnte ja, alles irgendwie so zusammenhängen. Aber wenn ich jetzt irgendwie gar nicht reagieren würde oder so, das wäre jetzt gut. Also es regiert schon, so ist es nicht. Und ich habe hier immer noch einen erstellten Account, weil ich kurz reingeschaut habe, wie das beim Spielen aussieht. Und es spackt, wie gesagt, ein bisschen. Aber sonst, den Account werde ich jetzt natürlich löschen. Ich habe auch noch gar nichts gespielt. Ich bin also komplett blind. Ich nicht. Ja, du hast ja schon mal gespielt, aber du hast auch gesagt, du kennst dich mit dem Spiel nicht mehr wirklich aus, also. Nein. Es geht. Ich weiß halt nicht, wie man so wichtiges Zeugs kriegt, aber ich glaube, das finden wir noch zusammen raus. Boah, denke ich auch. Also hier bin ich erstmal im Auswählmenü für die Klassen. Wir schauen uns mal alle an. Nahkampf. Schildset. Der Paladin. Sind kräftig und imposant und verfügen über fundierte Rüstungskenntnisse, die ihre Verteidigungstechniken und Gegenangriffe besonders wirkungsvoll machen. Ich bin ja nicht so Nahkampf. Leider. Auf dem Schlachtfeld beschützen sie Verbündete durch eisernen Willen und tiefen Glauben und stellen für den Feind ein unüberwindbares Hindernis dar. Ich kann nicht mehr reden heute. Beziehungsweise nicht mehr lesen. Ja. Abwehr ist 3 Sterne, Heilen ist kein Stern. Schlecht! Ja, sehr schlecht. Man muss ja heilen können. Ja, ein bisschen. Meiner schon. Meinung nach. Ja, wenigstens ein bisschen. Dann schauen wir uns mal die nächste Klasse an. Immer noch Nahkampf. Streitaxt. Ja, ist ein Berserker. Verlassen sich auf rohe Gewalt. Ihr rasender Zorn richtet über Leben oder Tod. Sie bevorzugen es, Gegner mit einem einzigen Schlag vernichten zu können. Aus diesem Grund sind sie gefährliche und gefürchtete Gegner. Obwohl ihre Wut grenzenlos ist, töten sie doch nur, um ihre Kameraden zu schützen. Das Blut gefallener Feinde ist ihnen dabei egal. Das klingt irgendwie ziemlich eiskalt. Also vom Charakter her würde ich sagen, ja, aber es ist leider immer noch Nahkampf. Und kann wieder nicht heilen. Kein bisschen heilen. Aber Flächenschaden, das kann er machen. Ja, ist ja auch Axt. Schauen wir uns mal den nächsten an. Nahkampf immer noch. Dolche. Diesmal eine Frau. Die anderen beiden waren ja Kerle. Derwische wissen, ihre Geschwindigkeit geschickt einzusetzen. Sind also Derwische. Die kämpfen halt mit Dolchen. Ein bisschen wie Assassine.
ein schneller Wirbel, aufblitzende Klingen, dann sind sie so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Mit ihrer List und Beweglichkeit gewinnen sie jeden Kampf. Gegen Angriffen weichen sie geschmeidig aus, nur um dann dem Feind blitzschnell den Todesstoß zu verpassen. Na, das klingt doch nach uns beiden, oder nicht? Das klingt auf jeden Fall sehr sozial, muss ich sagen. Ja, das klingt vor allem nach also, dir. Ja, also so erst ein bisschen zerfetzen sein lassen und die dann die Kehle schneiden. Natürlich. Ja, wieso nicht, ne? Also es klingt definitiv nach einem Charakter, den du spielen würdest. Den ich dir sofort hinklatschen würde und du würdest wahrscheinlich nicht mal ansatzweise zögern. Und sofort ja sagen. Ja, ja. Schauen wir mal. Hier sind wir bei Distanzangriff mit Pistolen. Sich einem Desperado entgegenzustellen, kann einen schnell das Leben kosten. Es ist also ein Desperado, hier wieder ein Kehr. Die geschickten Schützen besitzen Kenntnisse in Technik, Magie und Kampfkunst, können aber trotzdem nicht heilen. Die sich in ihren verschiedenen Angriffen widerspiegeln. Zusätzlich können sie Fallen stellen und Feinde von Weitem bombardieren. Ein Gerücht besagt, dass beste Desperado zöge schneller als sein Schatten. Ah ja. Bisschen wie Lucky Luke. Gleiche Gedanke zur gleichen Zeit. Zwei Dinge, ein Gedanke. Das ist definitiv Lucky Luke. Ich meine, der zieht seine Pistole ja auch schneller als seinen Schatten. Sag mal ja. So heißt es ja. Nur, ich denke nicht, dass das im echten Leben funktioniert. Das wäre ein bisschen unheimlich. Ich glaube nicht. Das wäre auch ein bisschen sehr unheimlich, wie gesagt. Also Abwehr ist miserabel mit nur einem Stern. Und ja, heilen, wie gesagt, kann er nicht. Aber das ist auch nicht so das Distanzkämpfen, was mir so liegt. Ich bin ja mehr so Magie. Und dann schauen wir mal einfach mal weiter. Distanzangriff immer noch. Diesmal aber Kanone. Auch noch so ein fettes Ding hier in der Hand. Kanonieren nutzen die Macht ihrer Technik, um den Feind mit vernichtenden magisch verstärkten Salven zu bombardieren. Die können sogar heilen. Mit zwei Sterne. Und Flächen haben sie drei Sterne bei Flächenschaden. An jedem noch so abgelegenen Ort errichten sie in Windeseile Gewehrtürme, um ihre Verbündeten zu beschützen. Nee, falsch, zu unterstützen und sogar zu heilen. An vorderster Front sieht man sie selten. Meist lassen sie aus weiter Entfernung Tod und Vernichtung herabregnen. Also gäbe es hier keine Magier, würde ich den vermutlich wirklich nehmen. Schöner sexy Kerl ist ja nicht schlecht, ne? Aber ich bin auch kein Kerl. Aber das kann man ja auch wieder ändern. Ja, du kennst mich ja, was ich wahrscheinlich, also. Ja, ich schau mal weiter. Und zwar sind wir hier bei der ersten Magieklasse. Lehrer. Das sind die Bade. Erstmal so ein süßes kleines Mädchen mit einem Röcklein. Bisschen knapp, aber gut. Mit einer Harfe in der Hand vor allem. Baden beherrschen ihr Instrument bis zur Perfektion. Ihre vom Licht gesegneten Melodien können sogar Verwundete heilen. Ja, deswegen haben sie auch heilen drei Sterne. Flüche bannen und Feinde mit einer gnadenlosen Kakophonie schwächen. Also irgendwie klingt das lustig, Kakophonie. Das macht sie zu einem wichtigen Bestandteil jeder Gruppe. Doch so effektiv sie im Kampf auch sind. Ihr wahres Ziel ist es, die Welt mit ihren Liedern zu verbessern. Das klingt eigentlich mehr nach mir. Das könnte definitiv ich sein. Die Welt mit Musik verbessern. Das wäre so ziemlich meins. Also im echten Leben könnte ich Bade sein. Und das würde mir nicht auffallen. Du musst es halt schon. Ja. Aber Bade will ich auch nicht wirklich.
Hier ist der erste Charakter, den ich wahrscheinlich nehmen würde, der mir auch wirklich gefällt. Mit Flächenschaden 3 Sterne und Heilen 2 Sterne. Das ist die zweite Magieklasse, der Stab. Das sind die Magus. Ein Magus nutzt die Macht der Elemente und schlägt damit jede Gegnerschar in die Flucht. Mächtige Stürme fegen Gegner vom Schlachtfeld. Blitze spalten die Erde. Ein Hagel aus Feuer verwandelt bedrohliche Gegner in lebendige Fackeln. Und wer das alles überlebt, den erwartet gnadenloses Eis. Die Natur selbst verhilft dem Magi zum Sieg. Und das finde ich geil. Ich bin ja so ein kompletter Naturmensch eigentlich. Also ich liebe Natur. Das ist, ja. Daher, ja. Also sie war auf jeden Fall von Anfang an schon in meiner engeren Auswahl. Von 2 Leuten. Jetzt kommt nicht noch die zweite, die ich in der Auswahl hatte, nämlich Magieklasse mit Foliant. Ein Orakel. Orakel kennen und nutzen viele Worte. Niederlage gehört allerdings nicht dazu. Ja, also immer Sieger. Worte besitzen mehr Macht, als man gemeinhin denkt. Orakel entnehmen sich alten Folianten und verknüpfen sie zu mächtigen Schadenszaubern, Debuffs oder Heilzaubern. Die Kunst ist der richtige Spruch zur richtigen Zeit. Und das ist definitiv genauso meins. Das ist definitiv meins. Allerdings ist es da auch wieder so Support 3 Sterne. Ich bin mehr so Flächenspieler. Daher, ja, das war am Anfang wirklich schwer, mich da zu entscheiden, weil mir beide wirklich gefallen haben. Ich werde mal sehen, was ich diesmal nehme. Schauen wir erstmal weiter. Wieder Nahkampf mit Katar. Wieder hier so ein sexy Mann, der da mal eben Lufttritt macht. Die heißen Naya oder wie das ausgesprochen wird, beherrschen die Kunst der Katar und besitzen überwältigende Nahkampfskills. Niemand hält ihren rasanten Angriffen lange stand. Mit Hilfe von Paranayama generieren sie im Kampf Energie, die sie mit solcher Wucht entfesseln, dass die Körper ihrer Feinde von den Faustklingen regelrecht zerfetzt werden. Und ich habe gerade gehört, da ist jemand zugekommen. Ja. Ja. Habe ich eben schon mal geguckt. Da gab es schon ein kleines Problemchen bei meiner Freundin irgendwie mit der Internetverbindung. Das hat wohl ein bisschen umgespackt. Ja. Sie war eigentlich noch da, hat sich dann aber nochmal komischerweise in den Channel eingeloggt. Obwohl sie ja eigentlich nicht raus ist. Und direkt danach kam dann die Nachricht, dass sie ausgeloggt ist. Beziehungsweise disconnect. Ja. Fand ich gerade ganz lustig. Naja. Gehen wir mal weiter. Distanzangriff wieder. Diesmal wieder hier ein Mädchen. So ein schönes, süßes. Na gut, süß, weniger. Aber auf jeden Fall sexy mit dem kurzen Rock. Ist Langbogen. Das wäre definitiv auch noch was für mich, so mit Bogenkämpfen. Ah, die können wieder nicht heilen. Dafür hat sie aber den schönen Flächenschaden. Ist auf jeden Fall ein Waldläufer. Waldläufer brauchen keine komplizierte Ausrüstung oder hochentwickelte Technologie. Sie bedienen sich des Bogens, der ältesten Waffe der Geschichte. Geschickt getarnt warten sie auf den richtigen Augenblick, um ihre Gegner niederzustrecken. Sie sind auf dem Schlachtfeld durch nichts zu ersetzen. Naja gut, durch einen richtigen, guten Zauberer, denke ich schon. Nein, ich habe ja nichts gegen Bogenschützen. Ich liebe so Bogenschießen und allem. Und alles, was dazugehört.
Dann gehen wir erstmal wieder weiter. Nahkampf, Katana. Erstmal wieder so ein süßer kleiner Junge hier. Beziehungsweise so ein süßer Kerl mit so einem langen Schwert. Also in der Hand. Eine Klinge. Das klingt schon wieder so falsch, wie ich das gerade sage. Mit so einem schönen großen Schwert in der Hand. Also, weißt du, das Spiel ist eigentlich für Kinder, ne? Also, ich weiß. Ich versuche mich zu beherrschen hier. Du kleine Sau, du. Ey, es werden wahrscheinlich auch Kinder das Video gucken, ja? Halt dich zurück. Ja, aber du, ne? Ich habe noch nichts Falsches gesagt. Ich habe nur gesagt, das hört sich falsch an. Ja, ja. Aber wieder zur Ernsthaftigkeit zurück. Alles, was nach dem Schwerthieb bleibt, sind vom Himmel schwebende Kirschblütenblätter und tote Feinde am Boden. Samurai verfügen über eine... Wir verfügen über einmalige Katana-Skills und ein scharfes Auge. Ja, wir sind also bei den Samuraien angelangt. Samurai wäre vielleicht auch noch was für dich. Ja, das habe ich schon mal ein bisschen, aber nein, nicht unbedingt. Also. So vernichten sie Feinde durch nur einen einzigen, gezielt auf ihre Schwachpunkte konzentrierten Schlag. Im Kampf entziehen Samurai dem Gegner keine Seele und verleihen damit, seine Seele und verleihen damit ihrer blutdurstigen Klinge mächtige Energie. Ich habe mich gerade gewundert, keine Seele? Ich kann wie gesagt nicht mehr lesen. Also auf jeden Fall ordentlich Schaden und Agilität. Ja. Aber wieder mal nicht im Einzel, es ist wieder Nahkampf. Ich spiele so unkein Nahkampf. Und wieder eine Magieklasse. Die Sense. Das klingt auch wieder so nach Nahkampf, deswegen. Ja. Ja, ist es auch. Das hat ich ja. Wegen Sense eben Nahkampf, das ist wieder weniger meins. Ah, die sieht süß aus, dieses Mädchen. Vor allem, wie sie da steht so. Ich finde das genial. Ich finde die Viecher vor allem cool, die kannst du gleich von Anfang an, glaube ich. Du meinst diese kleinen Füchschen hier? Ja, diese Dämonenviecher. Die sind süß. Ich finde die irgendwie niedlich. Das war ja mein erster Charakter, also. Macht eigentlich ganz viel Spaß. Aber wollte ich jetzt nicht nehmen, weil hatte ich ja schon. Ja, macht da nichts. Macht da nichts. Der Schnittertod fällt in die Welt der Sterblichen ein. Nekromanten enthaupten ihre Gegner mit einer Sense und verfügen dazu noch über furchterregende Hexerei. Oh, das klingt wieder nach mir so. Irgendwie. Es sind auf jeden Fall Nekromanten. Ja. Spielen sich sicher auch nicht schlecht. Ja. Nekromanten können außerdem mächtige Wesen beschwören und auf ihre Feinde hetzen. Oh, das liebe ich, wenn man da so kleine Wesen beschwören könnte, die damit angreifen. Auf dem Schlachtfeld gibt es nur wenige, die noch gefürchtet her sind. Also das klingt definitiv wieder nach uns beiden auch so irgendwie. So ein bisschen. Ja, die Viecher, das sind ja nicht so nur Zeitviecher, sondern die bleiben permanent bei dir und prügeln auf andere mit. Das ist auf jeden Fall genial. Das würde ich auch im echten Leben ganz gerne können. So ein Fieder, so ein kleines Tierchen beschwören. Und das greift dann für mich, was weiß ich, bei einer Zombie-Apokalypse die Zombies ab an oder so. Ja, so mal die Seelen kommen, weißt du? Ja. Dann brauche ich mir da keine Sorgen mehr zu machen. Ich brauche keinen Zombie abzuknallen oder sonst irgendwas. Mein kleines Tierchen kümmert sich drum. Ja, ich brauche dann nur noch irgendwie den Weg zu irgendjemandem zu finden. Ich glaube, zu dir wäre, glaube ich, am schnellsten. Auch wenn ich wahrscheinlich zu Fuß dann latschen müsste, diese Kilometer. Ja. Ich denke, glaube ich, mindestens ich glaube, ein voller Tag oder so ohne Essen und Trinken, wenn ich nichts eingepackt habe.
Und ich bräuchte den Navi, aber ich glaube, der wäre dann ausgefallen. Ich glaube, du sollst hier ein Spiel weitermachen, weil so viel Zeit, weiß ich nicht. Joa. Ich rede wieder komplett am Thema vorbei, hast recht. Ja. So, also weiter zum Nahkampf wieder. So ein süßer kleiner Junge hier. Ich sag vor allem immer kleiner Junge. Mit so einem riesen Schwert wieder. Das ist ein heiliges Schwert. Ja. Ich bin der Vertreter des Guten. Im Namen der Gerechtigkeit werde ich alle Sünder von dieser sterblichen Welt verbannen. Jene, die das heilige Schwert in Händen halten, sind Recken mutigen Herzens. Voller Inbrunst kämpfen sie für ihre Überzeugung. Sie können die Macht ihres starken Glaubens in Lichtenergie transformieren und auf ihr heiliges Schwert projizieren. Das klingt so wunderschön, dass es überhaupt nichts für mich ist. Tut mir leid, aber. Dann weißt du ja, eine Spoilergefahr ist es ja nicht, mit welcher Klasse ich momentan sogar auch schon rumlaufe. Joa. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall Magus nehmen, weil der auch Flächenschaden hat. Obwohl wirklich auch das Orakel lockt bei mir. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall Magus nehmen. Dann gehen wir mal auf weiter.